Aussehen. Herzlich willkommen bei der Silver Rush Corrali Skeeter Speedrun. 15er Ritzel. Ansonsten haben wir an diesem Auto nichts verändert. Wir messen ja ab heute mit dem Sky RC Speedlogger an meinem Handy und wir drücken Strat. Also nicht Strat. Ja, es heißt wirklich Strat. Mein Handy legen wir bei mir in den Kofferraum. Okay. Und dann fahren wir. Das ist 2S. So, ich glaube, das reicht. Das ist echt witzig, jetzt muss ich mich nicht mehr bücken. So, und nun? Jetzt haben wir Stopp gedrückt, also einmal Stopp gedrückt. Warte, das sieht man nicht. Können wir uns mal so rumstellen, weil die Sonne da drauf scheint. So ist besser, ja. So, ich habe jetzt eben einmal Stopp gedrückt, da stand eben da. Lesen. 37 km/h. Na, komm, wir gucken mal, wenn wir so, was da genau steht. Ja, okay, gut. So. Und jetzt machen wir ein 3S rein und dann geht das weiter. So, wir haben wieder Strat gedrückt. 3S Lipo ist sogar ein Corrali. Da ist schon mehr los als mit dem 13er Originalritzel. So, guck mal, schneller als der Radfahrer sind wir auf jeden Fall. Ganz schön Rückenwind. Also Willy im 3S, kein Chance. Ich möchte euch noch mal eine ganz geile Sache zeigen. Kannst du das Handy mal in die Hand nehmen? Und nur das Handy filmen, bitte. Okay, ja. Man kann also auch das Auto während der Fahrt sich anzeigen lassen, wie schnell der ist. Kannst du mal hier vorbeifahren, dann sehen wir, wie schnell du hier vorbeifährst. Nee, da vorbei. Also sonst sieht man das nicht. Da seht ihr das. Ja, man hört es ja auch, glaube ich. Und ihr seht mich. Oh Gott, ist ja schrecklich. Ich muss mich da so rum. Ja, das ist natürlich eine Funktion dieses Teils, was wie für uns völlig Banane ist. Aber, glaube ich, ganz witzig. Einmal, jetzt zeigt man das Display. Stopp. Und lesen. Und wir haben 58 km/h. Wundervoll. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem 13er Ritzel runter haben, aber das ist ein bisschen mehr, das merkt man auch. Und so wie ich gehört habe, ist das auch the way to go. 17er könnte man auch noch nehmen. Mal gucken, was noch so passiert. Wir machen jetzt 4S rein. So, 4S war jetzt ein bisschen tricky, den Logger da einzubauen, weil das Akkufach genauso groß ist, wie der Akku halt hergibt. Fußgänger da nicht erschrecken. Sie haben sich schon umgedreht. Schön piepen gehört hat, ist meine Funke leer. Das ist schlecht. Ja, dann mach ich gleich einen anderen Akku rein. Nee, das geht so nicht. Wir müssen uns so rumstellen, sonst blendet uns die Sonne. Ja, ihr müsst im Schatten stehen, sonst seht ihr auf der Kamera nicht so viel. Einmal Stopp. Einmal lesen. 80 km/h. Der war, glaube ich, bei 73 mit einem 13er Ritzel. Alles cool. Alles gut. Und er ist noch heil. Er hat sich nicht gedreht. Natürlich, er hat sich nie mal überschlagen. Wahnsinn. Du lernst dazu, oder? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver Rassi. Ciao, ciao.